Und die letzte gemeldete Rednerin zum Bereich Kunst und Kultur ist Agnes Totter. Auch sie ist von der ÖVP. Vielen Dank, Herr Präsident, geschätzte Frau Staatssekretärin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen zu Hause vor den Bildschirmen. Österreich ist eine großartige Kunst- und Kulturnation, wobei Kunst und Kultur bei uns sehr weit reichen. Von der kleinsten Initiative, vom kleinsten Projekt in einem kleinen Ort bis zu Hochkultur an den großen Häusern in den Landeshauptstädten und in der Bundeshauptstadt sowie auch bei den Festspielen. Und überall sind es großartige Menschen, die Kunst und Kultur tragen, entstehen lassen und möglich machen. Für all den Einsatz sage ich hier an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Besonders freut es mich, dass mit dem vorliegenden Budget diesem Einsatz auch Rechnung getragen wird. Das Budget für Kunst und Kultur steigt im kommenden Jahr, und das wurde bereits erwähnt, von 466 auf 496 Millionen Euro. Diese Bundesregierung sieht hier also eine Steigerung im Ausmaß von 30 Millionen Euro im Vergleich zum heurigen Jahr. Die Kunst- und Kulturbranche ist von der Corona-Pandemie, und auch das wurde heute schon erwähnt, besonders hart getroffen. Aber auch hier konnten zahlreiche direkte und indirekte Unterstützungsmaßnahmen auf den Weg gebracht werden. Die Steigerung um 30 Millionen Euro im Budget ist umso erfreulicher, weil die Corona-Hilfsmaßnahmen davon unabhängig veranschlagt sind. Das größte Budget Plus im Kunst- und Kulturbereich seit Jahrzehnten ermöglicht, langjährige Baustellen im Kulturbereich aufzuarbeiten, auf neue Beine zu stellen, aber auch starke neue Akzente für das zeitgenössische Kunst- und Kulturschaffen setzen zu können. Konkret sieht das Budget 2021 folgende Schwerpunkte vor: plus 8 Millionen Euro für Sanierungen, Sonderprojekte und Internationalisierungen. Auch das wurde heute bereits erwähnt. Zusätzlich zu den bereits vorgesehenen 12 Millionen Euro, 1 Million Euro für die Generalsanierung des Volkstheaters in Wien, was mich als begeisterte Theaterbesucherin ganz besonders freut. Weitere Mittel für die Generalsanierungen der Festspielhäuser in Salzburg und Bregenz werden zur Verfügung gestellt, und Maßnahmen werden entwickelt, die zu einer nachhaltigen Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Kulturbereich führen sollen. Ich danke allen hier Verantwortlichen für das Engagement, den Kunst- und Kulturbetrieb in Österreich auch finanziell abzusichern. Die Corona-Krise stellt, wie bereits erwähnt, auch für Kunst- und Kulturschaffende eine große Belastung dar. Ich hoffe aber, dass wir auch in diesem Bereich im kommenden Jahr wieder in Richtung Normalität gehen können. Sicher bin ich mir aber, dass auch eine Pandemie wie diese nichts an der Kreativität der heimischen Künstlerinnen und Künstler ändert, und freue mich schon jetzt auf vielfältige Beiträge im Bereich Kunst und Kultur im Jahr 2021. Applaus.